Hey Leute, willkommen bei einem weiteren Schiffsvorstellungsvideo. Heute haben wir hier die Mutsu am Start und wir fangen doch mal direkt bei den Verbesserungen an. Bei der ersten Verbesserung würde ich auf jeden Fall das Zielsystem Mod Nummer 1 einbauen. Und als zweite Verbesserung würde ich auf jeden Fall hier das Schadensbegrenzungsteam Mod 2 ausbauen. Einfach, dass wir nicht so oft abgefackelt werden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Zuerst werden wir uns auf jeden Fall die Werte anschauen. Danach gucken wir mal bezüglich Kapitänskillungs. Und im Anschluss gibt es dann mein allererstes Gameplay mit der Mutsu, egal wie es läuft. Also seid gespannt. Wir haben hier 68 Punkte in Überleben. Trefferpunkte sind wir bei 58.400. Nochmal vorweg, die Werte, die ich jetzt präsentiere, die sind ohne Einfluss von irgendwelchen Kapitänen. Ich warte da extra, den Kapitän mache ich quasi danach erst drauf. Das sind jetzt wirklich die ganzen Rohwerte. Panzerung haben wir hier von 13 bis 330 mm und Torpedo-Schadensverringerung haben wir von 22%. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort gibt es 81 Punkte, was auf jeden Fall schon mal ganz nett ist. Hauptbatterie haben wir 4x2 410 mm Geschütze mit einer Feuerreichweite von 15,8 km, einer Ladezeit von 30 Sekunden und die Dauer für die 180 Grad Kehre sind 47,4 Sekunden. Die Sprenggranaten haben einen Höchstschaden von 6500 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 30%. Die AP-Granaten haben einen Höchstschaden von 12.400. Dann kommen wir einmal zur Secondary-Bewaffnung. Dort haben wir 4x2 127 mm Geschütze mit einer Feuerreichweite von 4 km und einer Ladezeit von 5 Sekunden, welche mit den Sprenggranaten einen Höchstschaden von 2100 mit einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit haben. Außerdem haben wir noch 20 140 mm Geschütze in der Secondary mit einer Feuerreichweite von 4 km, mit einer Ladezeit von 8 Sekunden und einen AP-Granatenhöchstschaden von 2700. Dann kommen wir hier auch direkt zu einer Besonderheit. Und zwar hat das Schlachtschiff, die Mutsu, hat Torpedos, was richtig geil ist. Wir haben hier 4x1 533 mm Torpedos mit einer Ladezeit von 21 Sekunden, was sehr, sehr kurz ist auf jeden Fall. Dauer für die 180 Grad Kehre sind 7,2 Sekunden, Höchstschaden sind 10.833, Torpedoerkennbarkeit zu See 1,2 Kilometer, Torpedoreichweite 7 Kilometer und die Torpedogeschwindigkeit sind 57 Knoten. Einmal noch die Flugabwehr in der Übersicht, da es aktuell aber noch keine Flugzeugträger gibt, lasse ich das erstmal unkommentiert, könnt ihr euch hier gerne anschauen. 31 Punkte das Ganze und wir gehen jetzt direkt weiter in die nächste Kategorie und zwar in die Manövrierbarkeit. Dort gibt es 34 Punkte, was natürlich nicht ganz so pralle ist, aber wir schauen einfach mal. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 26,5 Knoten, der Wendekreisradius sind 770 Meter und die Ruderstellzeit beträgt 13,7 Sekunden. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Erkennbarkeit zu Wasser. Das sind ganze 14,6 Kilometer, die Erkennbarkeit zur Luft sind 11,7 Kilometer, garantierte Erkennbarkeitsreichweite quasi durch Inseln durch zum Beispiel oder auch in Smokes sind 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 14,2 Kilometer. Als Kapitän nutze ich den Nabutake Kondo. Dieser hat die Fähigkeit, die Basisfähigkeit verbessert die Tarnung ihres Schlachtschiffes, was auf jeden Fall ziemlich nice ist. Als ersten Skill haben wir hier Arbeitsreicher Tag, als zweites Kreuzweise, als drittes den Feuerwehrmann, als viertes den Mechanikermeister und als Legendary Skill haben wir hier noch den Wille zum Wiederaufbau. Außerdem nutzen wir einmal den Andrew Cunningham, welcher die Präzision der Hauptbatterie verbessert als Inspiration und den Charles Madden. Er erhöht die Drehgeschwindigkeit der Türme und verringert die Ladezeit, was ziemlich nice ist. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in unser erstes Gefecht mit der Mutsu und los geht's. So, und da sind wir auch schon im Gefecht mit der schönen Mutsu. Auf der Karte Ring im Herrschaftsmodus. Wir sind im High-Tier gelandet, was natürlich ganz nice ist. Im Gegnerteam haben wir eine Fuso.
ist ja mehr oder weniger das Tech-Tree-Schiff auf der gleichen Stufe der Japaner. Japanisches Schlachtschiff. Und ja, wir schauen auf jeden Fall, wir laden auf jeden Fall direkt AP rein. Und ich würde sagen, wir fahren hier so ein bisschen außen Richtung B. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben zwei Zerstörer im Team, die Gegner haben drei. Und ja, was haben wir denn noch so? T-22 und eine Fubuki. Die Fubuki ist natürlich schon gefährlich, sage ich mal. Unser Schiff ist ja nicht das schnellste. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt viermal einen Heal und dreimal den Katapultjäger am Start insgesamt. Da können wir auch mal zu den Torpedos. Der Torpedowinkel ist, ja, er könnte besser sein, er könnte aber auch durchaus schlechter sein. Von daher, man muss halt schon sehr, sehr viel Breitseite zeigen, um die Torpedos rauszukriegen. So, zwei Schlachtschiffe sind schon mal auf der anderen Seite. Einmal die Fuso. Das heißt, wir haben maximal ein Schlachtschiff auf unserer Seite. Da haben wir es auch schon gespottet. Wir haben jetzt mit dem Captain 15,7 Kilometer. Texas haben wir hier. Schauen wir mal. Wir warten mal ein bisschen, bis er noch ein bisschen mehr Breitseite zeigt. Und dann kriegen wir hoffentlich eine schöne erste Salbe rein. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt hier auch ein bisschen Breitseite fahren, weil da jetzt ein Berg kommt. Ah, ein bisschen hoch geaimt. 5000 war jetzt aber trotzdem nicht so verkehrt. Hier haben wir jetzt noch ein DD, die T-22. Schauen wir mal, ob wir da noch raufkommen. Die fährt leider jetzt nach vorne. Wird eng auf jeden Fall. Der Berg ist gleich im Weg. Wir schießen mal. Natürlich wichtig, auf die Zerstörer auch zu schießen. Schöne Salbe auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall schon mal der halbe Zerstörer, den wir da mit der AP-Schelle zerlegt haben. Ich sag mal, an der Texas hätten wir natürlich mehr Schaden sammeln können mit der Salbe. Aber es war schon sehr, sehr wichtig, dass wir da raufgehen. Vielleicht können wir jetzt nochmal dazu. Zweite Salbe wird, glaube ich, eng. Na, da fährt er hinter am Berg. Aber da hinten steht nochmal der Texas. Da schießen wir drauf. Schön Breitseite. Gucken wir mal, was das so Schönes sagt. Und ja, nice. Gar nicht mal so schlecht. Waren, glaube ich, 16.000. Rutaka haben wir jetzt hier noch eine Flanke. Und kriegen eine 7-Kelle, 7K-Kelle von der Texas zurück. Unser DD. Ah, sehr schön. Komm leider, komm ich über die Insel rüber? Ja, ich komm rüber. So halbwegs zumindest. Ah, nochmal gute Schelle auf den DD. Wie sieht das Leben? Oh, unser ist auch fast tot, obwohl wir eigentlich fast den Hauptschaden auf den gegnerischen DD gemacht haben. Wir kommen jetzt hier auch direkt hier raus. Der DD muss natürlich raus. Nice, der ist draußen, das ist wichtig. Axis. Auch wenn sie. Oh, da ist der zweite DD, ist ja auch noch direkt. Ich hab mich schon gewundert, wie sie so schnell gecappt haben. Dann gehen wir natürlich auch auf den zweiten DD. Ah, Feuerung ein bisschen so lala. Auch ein bisschen weit nach hinten geaimt. So, wir holen das Flugzeug raus. Leider haben wir unseren DD hier auch verloren. Die Oma haben wir hier noch sehr, sehr aggressiv. So, ich will jetzt auch ungern nach vorne pushen. Auch wenn wir natürlich Torpedos haben. Wir sind jetzt hier spotted. Ja, Torpedo könnten wir höchstens nach hinten hauen. Hinter uns ist halt noch ein Schlachtschiff, das fährt leider. Eigentlich tun wir den gegnerischen Zerstörer so einen Gefallen. Hier da hinten fährt er. Ja, es war so klar, dass ich jetzt hier kassiere, zwei Torpedos. Auch wenn die vielleicht gar nicht für mich waren, die waren vielleicht eher für den anderen Zerstörer. Deswegen warten wir jetzt mal hier. Torpedos können wir leider gerade hier auch nicht nach vorne hauen. So, hoffentlich können wir den raushauen. Okay, nice, die New York hat auf HE geladen, was natürlich smart ist. Dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall jetzt beide DDs hier auf diesem Cap schon erledigt. Auch wenn wir selber den Kill nicht bekommen haben. So, wir werden jetzt mal mit dem Hauptgeschütz hier auf die Fuso schießen und jetzt unsere Guns drehen, fahren zusätzlich ins D-Cap rein. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht so die krasse Damage-Runde, die Gegner sind halt schon sehr, sehr dezimiert.
Aber bis jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden. Also hätte mir gerade die Streuung hätte ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Aber mal schauen. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen dazu, Schaden zu machen. Wir haben ja hauptsächlich auf DDs geschossen. Eine Kelle haben wir so schön auf Texas getroffen. Haben wir dann auch gut Schaden gemacht. Direkt eine Zita. War jetzt ein bisschen angewinkelt, aber wir nutzen einfach mal die Frontgeschütze während des Cappens. So. Boah, richtig krasse Salbe. 9k Damage. Oben schön in die Aufbauten rein. Das war wirklich richtig gut. Dreht jetzt auch hier Breitseite. So, Torpedos. Sind auf jeden Fall schwierig zum Einsatz zu bringen. Da schießt auf die Texas. Mit HE zum Glück. Schießen wir nochmal auf die Texas zurück. Hätten ein bisschen weiter nach vorne aimen können. Hat diesmal auch nicht wirklich Schaden gemacht. Hätte fast gedacht. Aber die Fuso geht jetzt auch auf uns. Ging jetzt hier. Ist die auch mit HE? Wir werden auf jeden Fall schön mit HE jetzt hier gespammt. Also die Fuso bleibt fast stehen. Versuchen jetzt hier das Cap durchzuholen. Eine Kugel davor gestreut und eine dahinter. Okay, das Cap haben wir auf jeden Fall geholt. Zusammen mit der New York oder was wir hier hinter uns haben. Feuer lassen wir brennen. Falls wir ein Thermafeuer kriegen, hauen aber hier den Heal rein. Hinten haben wir noch eine Pensacola. Ich denke mal, wir fahren doch noch ein Stück vor. Die Fuso nicht mehr wirken kann. Sonst wird es hier ziemlich eklig. Schießen wir mal auf die Pensacola, die bremst aber richtig hart, macht sie gut. Ich schieße wieder zu weit nach vorne. Okay, die Fuso wurde gerade weggetorpt von unserem DD hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall, leider, eigentlich wollte ich hier rechts anfahren, aber die vier Schiffe, die da waren, die haben halt wirklich alle mich gerade gefokust. Oder drei Schiffe. Die Furutaka fährt jetzt durch die Mitte, interessant. Schauen wir mal. 39.000 Schaden ist jetzt, ist halt okay. Wir hatten halt auch nicht viel mehr Potenzial mehr zu machen. Versuchen wir jetzt hier nochmal sneaky über den Berg. Die Hintergeschütze kommen wenigstens rüber. Und vielleicht können wir jetzt hier sogar die Furutaka an der Breitseite erwischen. Ein Treffer, 3522 Schaden. Nicht allzu wenig. Was natürlich risky, Furutaka hat jetzt auch Torpedos, aber die kann sich halt nur relativ weit nach hinten raushauen, von daher musste schon sehr weit die Breitseite zeigen, was er jetzt aber auch macht. Schauen wir mal, was hier so geht. Ah, dreht aber wieder zurück. Oh, direkt Doppelzieher plus vernichtender Schlag. Hat leider sogar die Torp schon vorher rausgehauen, damit habe ich echt nicht gerechnet. Hat sie gut gemacht, hat uns damit auch fast komplett jetzt rausgenommen. Ja, ich würde jetzt wieder den Weg tauschen, weil wir jetzt doch sehr, sehr low sind. Aber direkt einen vernichtenden Schlag auf die Furutaka, damit habe ich nicht gerechnet. Das war schon ziemlich nice. Und wir warten jetzt quasi, bis die Gegner rumkommen, in der Hoffnung, dass unsere Heckgeschütze schneller drehen. Um einfach besseren Cover zu haben. Wir haben halt eigentlich ausschließlich durch Torpedos kassiert in der Runde. Bei Torpedos von der T22 und jetzt zwei Torpedos von der Furutaka und leben immer noch, also eieiei, jetzt ist hier unser DD raus. Es könnte sogar noch ein knappes Game werden. Ich hoffe, dass wir das Game hier echt nicht nochmal thrown. Das wäre nicht so schön. Wir können natürlich jetzt auch checken mit den Torpedos. Okay, die Texas wird immer langsamer und langsamer. Die Panzer, die gibt natürlich Vollgas. Die hat keine Torpedos. Aber die Texas könnte schon gefährlich sein. 11.000 Leben. Wir haben jetzt alle Heals verbraten schon. Aktuell 66.000 Schaden. Und wir warten jetzt mal, bis die Texas hier rumkommt. Wir müssen halt aufpassen, dass wir uns hier nicht gleich in der Furutaka beachen, was durchaus passieren könnte. So, wir schießen auf jeden Fall mal auf die Texas. Die schießt natürlich schön wieder mit AP zurück. Oh, und alles vorbeigestreut. Wir hauen jetzt hier auch den Heal raus, weil wir einfach nicht mehr so viel Leben haben. Wir fahren jetzt noch ein Stück vor, dass die Texas nicht mehr wirklich wirken kann und wir zugehen.
Tracker ist jetzt auch raus. Der nächste Salbe auf die Texas. Haben leider nur unsere Vordergeschütze durch. Ah, 5000 Schaden ist jetzt. 75.000 Schaden haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Das ist schon mal ganz nett. Pensacola dreht jetzt hier auch wieder. Schade eigentlich. Ich hätte gehofft, dass wir die Pensacola eventuell torpen können. Aber sie möchte wohl nicht. Kann ich auch verstehen. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Also auch unsere Furutaka, die pusht glaube ich viel zu hart. Wir haben halt 3 Caps, die Gegner haben deutlich weniger Punkte. Die sind halt in Zugzwang und wir müssen halt eigentlich nur das Ganze verwalten. Aber schießen wir nochmal über die Berge hier rüber. Über die Texas. Oh, schön nochmal eine Zita reingehauen. Das sind schon 88.000 Schaden. Schöne Sache auf jeden Fall. Ja, da kommt aber die Retourkutsche. Eieiei, es wird wirklich ein zu knappes Game, wobei die Pensacola jetzt auch fast tot ist. Müssen wir richtig aufpassen. Unser Sieg ist in Sicht. Da haben wir das halt fast noch weggeworfen, weil wir zu hart gepusht haben mit unserem Team. So, nächste Salve und wieder eine Zitadelle. Schon 5 Zitas in der Runde. Unseren zweiten Kill. Und jetzt können wir eigentlich auch vorpushen. Die Pensacola kann uns... Sollten wir eigentlich finishen können. Die hat halt kaum noch Leben. Schauen wir mal. Und uns den Sieg sichern. Was hat unser Schlachtschiff noch? Okay, die New York ist, hat jetzt auch nicht mehr so viel. Also wenn die Pensacola es richtig gut spielt, dann gewinnt sie das hier sogar noch. Aber wir hauen jetzt hier die Salben raus. Und die Pensacola ist auch durch. Richtig schöne Runde. Erste Runde vor allem. Hat richtig Spaß gemacht. Wir gucken uns jetzt nochmal das Ergebnis an. So, hier das Ergebnis. 300.000 Credits. Ich habe einen einfachen Credit Booster verwendet. Sonst wären es halt ein bisschen weniger. Dann haben wir 6.000 XP hier bekommen. Fast 100.000 Schaden. 22 Zieltreffer nur. Wir haben eigentlich gar nicht so viel geballert. Dafür ist der Schaden halt schon richtig gut. Da wir halt auch 5 Zitas gemacht haben. Wir haben 3 Kills geholt. Wir haben ein Flugzeug abgeschossen. Wir haben einen Cap verteidigt. Wir haben einen Cap unterstützt beim Einnehmen, ein Secondary-Treffer, dann den vernichtenden Schlag auf die Furutaka, den Dreadnought haben wir noch bekommen und das Großkaliber. Wir schauen uns jetzt nochmal die Teamansicht an, haben hier auch den ersten Platz erreicht mit 2600 Base XP, was ziemlich nice ist, 3 Kills und wir haben auf jeden Fall einen guten Anteil am Sieg gehabt. Wir haben ja auch beide DDs ein bisschen bearbeitet, den einen ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger. Und ja, ich muss sagen, also die Mutsu, ich bin gerade positiv überrascht. Wie gesagt, das war jetzt meine erste Runde. Ich weiß halt nicht, ob man jede Runde wirklich so viel Glück hat oder ob das jetzt wirklich am Schiff lief, weil es so gut ist. Aber die Runde war richtig geil, hat richtig Spaß gemacht mit der Mutsu. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, weil wir sind halt mal ehrlich. Es gibt halt schon vergleichbare Schiffe, die auf der Stufe halt richtig stark sind, wie die Arizona, die krass ist, die Warspite ist richtig gut, aber auch das normale Tech-Tree-Schiff, die Fuso, die ist halt wirklich nice, von daher ja, habe ich das schon so gesehen, dass die Mutsu vielleicht nicht so gut ist, aber die erste Runde war richtig geil, ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Torpedos sind halt wirklich schwierig in Einsatz zu bringen, wenn man da halt irgendwie in Nahkampf rankommt, dann könnte man da durchaus zu kommen, aber eher selten. Man sollte auf jeden Fall nicht so fahren, dass man unbedingt die Torpedos raushaut. Die Torpedos sind halt so nice to have, wenn ihr quasi wirklich in die Situation kommt, dass ihr einen Gegner so nah habt und die sind halt auch zur Seite, also in eurer Breitseite hat, weil der Torpedowinkel ist halt nicht der beste auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig nice Schiff. Wie gesagt, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich werde das jetzt natürlich noch weiter testen und gucken, ob das jetzt, ja, alltäglich so eine Ergebnisse gibt oder ob das halt diese Runde nur so war, ob wir ein bisschen Glück hatten. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich helfe euch da gerne und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.